Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 21 Spielerkarriere bei Bielefeld. Als Rechtsverteidiger Michael Maik ist wieder am Start. Ich habe ein bisschen Stress. Es ist 23.30 Uhr und ich nehme diese Folge auf und will noch zwei weitere aufnehmen. Das heißt, es geht auf jeden Fall in die Nacht rein. Dementsprechend habe ich in den Einstellungen verändert, dass die Spiellänge nur 5 Minuten ist, also das Minimum, denn ich will ein bisschen durchhasseln. Ja, und auch den Spielplan will ich ein bisschen durchhasseln. Ich weiß nicht, ob ich alle Spiele spiele, aber theoretisch könnte es sein, dass ich heute sogar richtig gut vorankomme. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall gute Spiele hier am Start. Frankfurt, Leverkusen, Hertha BSC und Köln. Es wird einfach brutal hart, muss man so sagen. Also Frankfurt direkt hinter uns, die werden uns wahrscheinlich überholen, weil es lief ja in letzter Zeit nicht ganz so gut. Leverkusen auf Platz 12, warum sind die eigentlich so weit unten? Die werden uns definitiv auch überholen und Hertha ist sogar über uns. Und Köln ist so das einzige, so Funken Hoffnung, aber wir gucken mal. Also wir können ja wieder auf die Siegerstraße kommen. Wir haben ja die gefühlt ersten 10 Spiele alle hintereinander gewonnen und dann sind wir irgendwie abgerutscht. Also wir müssen wieder gucken, dass wir oben mit dabei sind und dementsprechend Gas geben. Let's go. Auf geht's. Anstoß in den weißen Trikots. Selten ist es so, aber in der letzten Folge sogar auch. Ja, Rechtsverteidiger, wir stellen beide auf Defensiv gegen Frankfurt. Wird interessant. Einwurf ist meine Spezialität. Alter, 1:0. Der Torwart sprintet dahin, aber kommt nicht mehr hin. Und Barkok in der 26. Spielminute. Es ist schon crazy, es ist schon nervig, weil ich weiß nicht, was ich tun soll, aber wir verkacken einfach in den letzten Spielen richtig hart. Ich stand zwar auch da, aber kann den Ball auch nicht blocken. Und dann flutscht er da durch, der Torwart. Naja, sieht nicht gut aus, hat aber auch wenig Chance. Ja, wir liegen 1:0 zur Pause hinten. Relativ verdient, denn wir haben einfach gar nichts gemacht. 82% Ballbesitz, 2:0 Schüsse. Ja moin. Ich glaube, viel deutlicher geht das gar nicht. Das ist, also, ich müsste eigentlich mal ein bisschen den Ball behalten, damit wir überhaupt Ballbesitz bekommen. Und ich muss mir auf jeden Fall wieder, auch wenn wir auf Defensiv stehen, ein bisschen mit vorne einschalten, damit wir auch mal eine Chance bekommen. Endlich. Jawohl, den können wir schön abfangen. Schlage ich zwar irgendwo ins Leere, aber Alter, der Torwart kommt gar nicht damit zurecht. Warum auch immer. Ja, in echt ging das Ganze 1:1 aus. Ist gar nicht so lange her, dass dieses Spiel in echt stattgefunden hat. Meine Fitness, die seht ihr zwar gerade nicht, die ist direkt hinter mir, aber die ist auf jeden Fall am Arsch. Ich bin viel gerannt. In der Hoffnung, dass wir hier auch das 1:1 machen. Aber scheinbar wird das nichts. 90. Spielminute, 2 Minuten Nachspielzeit. Ich probiere nochmal mit vorzugehen. Meine Fitness ist jetzt ganz weg. Der Balken, der existiert nicht mehr. Er ist ganz auf Null. Es gibt nochmal einen Einwurf. Und zwei Wechsel, so spät. Gibt es auch nochmal eine Ecke? Ja, es gibt auch nochmal eine Ecke. Der Schiedsrichter lässt noch laufen. Er lässt die Ecke noch durchgehen. Aber nichts war's. 1:0. Das Endergebnis. Ja, und das definitiv verdient. Also, ein bisschen mehr Ballbesitz, auch ein bisschen mehr Chancen, aber ja, nur ein bisschen und nicht genauso viel. Ja, Leverkusen gewinnt auch, Köln gewinnt auch. Das sind schon mal richtig gute Voraussetzungen. Wir rutschen ab auf Platz 8. Und ja, jetzt spielen wir gegen Leverkusen. Und da können wir theoretisch auch deutlich wieder abrutschen. Sogar auf Platz 11 theoretisch. So, 3 Tage Pause. Mal gucken, ob wir das Spiel bestreiten. Ja, ich stehe in der Startelf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gegen Hertha dann in der Startelf stehe, weil es sind immer nur so 3 Tage Pause und das ist relativ knapp. Nichtsdestotrotz haben wir mittlerweile eine 73er Bewertung und das ist natürlich extrem gut für Arminia Bielefeld. Also, ich meine, guckt euch mal an, wir haben hier also wirklich wenige Leute, die über einer 73 sind. Ich bin damit eigentlich sogar guter Durchschnitt. Es gibt einige, die auch unter 73 sind. Also muss man auf jeden Fall anerkennen. Fitness ist okay. Und ja, starten wir mal rein gegen Leverkusen. Da wird sehr interessant. Ach du Scheiße. Hier schneit's. Sind wir schon so spät in dem
Spiel, ich weiß gar nicht, war Dezember, das kann sein. Kann sein, dass wir hier im Dezember spielen. Und jetzt kurz vor der Winterpause nochmal ein, zwei Spiele hintereinander haben. Das kann gut sein. Also bei Schnee jetzt zu spielen, das wird interessant. Ich habe aber keine Handschuhe an und ich habe sogar kurzärmlich. Ich bin gefühlt der Einzige, der kurzärmlich hat. Das können wir nach dem Spiel, glaube ich, ändern. Also ich guck mal rein, aber das wäre theoretisch machbar, glaube ich. Und das ist, glaube ich, ganz lustig, wenn man so eine Veränderung darin hat. Verändern wäre, ist ein gutes Stichwort. Ja, das wäre hier auch angebracht, wenn wir mal unseren Spielstil ein bisschen verändern und auch mal wieder Minimum einen Punkt holen, ja. Vor allem auch desbezüglich, dass uns Leverkusen nicht überholt, ja. Boah, aber das kann man natürlich von so einer Mannschaft nicht erwarten. Direkt mit einer ersten richtig guten Chance. Die sind halt einfach richtig gut. Ja, da hauen wir auf jeden Fall mal eine Grätsche rein. Kriegen sogar den Einwurf. Also recht erfolgreich das Ganze gelöst, auch wenn nicht ganz elegant. Komm, wir spielen zu Hause, auch wenn wir nur 0-0 mitnehmen. Das ist mir echt scheißegal. Das ist trotzdem deutlich besser, als wie wenn wir hier wieder verlieren. 0-0 zur Halbzeit, das hätten wir schon mal. Das müssen wir jetzt nur noch über die nächsten 45 Minuten strecken. Und vielleicht gelingt uns dann sogar ein Lucky Punch. Wenig Ballbesitz haben wir mal wieder und wenig Chancen auch. Zum Glück hat Leverkusen noch nicht gestochen. Komm schon, Mann, ey. Gib doch jetzt Gas, ey. Was ist denn das? Komm, wir müssen dranbleiben. Ich umkurve meinen eigenen Mitspieler. Muss immer noch dranbleiben. Jetzt hat mein eigener Mitspieler es gut gemacht und jetzt komme ich ihm in die Quere. Das war nicht so nice. Hallo? Jetzt? Schieß! Oh! Mann, Elfmeter hätte ich auch gern mitgenommen. Aber ein Tor hätte er auch machen können. Leider mit der Hacke ein bisschen sehr crazy und komisch das Ganze gelöst. Aber es steht immer noch 0-0 und der Lucky Punch ist auch noch möglich. Yes, jetzt beispielsweise. Alter, schon wieder werde ich gelegt, bevor ich meine Aktion beenden kann. Oh, ich wurde ausgewechselt in der 85. Spielminute. Da gibt's eine Chance. Jawohl! 90. Spielminute, ist es denn wahr? Vogelsammer! Yes, yes, yes! Da wurde ich ausgewechselt und meine Mannschaft macht das Tor. Der Lucky Punch. Genau das, was ich mir vorgestellt habe. Lange beim 0-0 zu bleiben und es dann irgendwie vielleicht zu packen, das ist, glaube ich, der erste Sieg jetzt für uns. Als ob. Seit irgendwie locker 10 Spielen. What the fuck. Das könnte aber echt gut möglich sein jetzt. Wie viele Minuten Nachspielzeit gibt es? 2 an der Zahl, aber die rattern natürlich relativ schnell durch. Ich habe die Spielzeit ja runtergestellt. Komm schon, 5 up, bitte. Hau ihn um. Hau ihn um. Alter, es ist schon 95. Mach doch jetzt. Ja! Yes! Das hätte ich nicht gedacht. Und ausgerechnet gegen Leverkusen. Also da habe ich mit gerechnet, dass das eine Mannschaft ist, die uns definitiv besiegt. Puh. 27% Ballbesitz, 2 Schüsse, 2 aufs Tor. Ist knapp. War knapp. Ich habe nur eine 4,5. Was? Warum? Aber wir haben gewonnen. 3 Punkte. Endlich mal wieder. Und Köln verliert und Hertha verliert auch. Seht ihr, der Spieltag läuft direkt gleich anders. Ganz, ganz anders. Nur weil wir einmal gewinnen. Also wir rutschen wieder hoch auf Platz 7 mit 28 Punkten. Endlich mal wieder ein Spiel, wo wir gewinnen können. Beziehungsweise überhaupt Punkte holen, ja. Aber das ist auf jeden Fall sau nice. 2 Tage Pause. Mal gucken, ob wir das Spiel jetzt spielen. Ja, wir stehen tatsächlich wieder in der Startformation. Und jetzt sehen wir es schwarz auf weiß. Niederlagenserie endet nach 7 Niederlagen am Stück. Also ich habe gesagt 10. Ein bisschen übertrieben, es waren nur 7. Also ich bin echt froh drüber. So, da ich jemand bin, der in echt auch relativ oft und schnell friert, habe ich mich jetzt ordentlich ausgestattet. Mit Handschuhen, mit Rollkragen, mit allem drum und dran. Würde ich ihn echt wahrscheinlich auch so machen.
Mal schauen. Wir schauen mal auf jeden Fall in die Schuhe rein. Denn ein anderes Paar Schuhe kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und wir switchen nur eins rüber. Wir bleiben bei Nike. Keine Werbung. Aber die sehen auch ganz cool aus. Dann haben wir mal weiße Schuhe, aber die mit Punkten und so. Das sieht schon... Alter, das also so weiß-grau, schwarz, das sieht schon cool aus. Und auch die Haare haben wir uns wieder ein bisschen länger wachsen lassen. Ein bisschen zumindest. Kommt ziemlich nah an die ran, die ich jetzt gerade auch habe. Ja, jetzt ist in Berlin wieder Sonnenschein, aber nichtsdestotrotz kalte Temperaturen. Und mit diesem neuen Outfit, der neuen, etwas neuen Frisur, probieren wir es jetzt nochmal zu gewinnen gegen die Hertha aus Berlin. Und da eine Flanke in die Mitte. So, vor allem die neuen Schuhe, die wir uns geleistet haben, die sollen natürlich ihren Job machen. Und 1-0. Matheus Cunha. Scheiße. Da liegen wir mal wieder hinten. Und das wird natürlich dementsprechend jetzt wieder schwer. Aber, naja, es ist halt so, was soll ich da machen? Da bin ich leider nicht da und auch nicht unbedingt zuständig für. Da muss ich mich dann eben geschlagen geben. Ja, da sind wir auf jeden Fall da. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen, was wir machen. Es ist nicht leicht. Boah, Alter. Sie verarschen. Was war das denn jetzt gerade, wie der Druck gemacht hat? Ich wusste gar nicht mehr, wohin. Ja, sehr schön abgefangen und... Boah, Junge, ich hab... keine Chance einfach. Dreck. So, diesmal bewege ich mich nicht vom Pfosten weg. In der letzten Folge, als ich das gemacht habe, habe ich dann ein Eigentor geköpft. Das will ich natürlich dieses Mal nicht unbedingt wieder machen. Ja, sieht aber auf jeden Fall definitiv nach einer Niederlage aus. Da gibt es nochmal einen kleinen Zusammenstoß, der zum Freistoß für uns führt. Da bin ich, wow. Aber ja, wie gesagt, leider Gottes dann wieder eine Niederlage. Bittere Geschichte. Immerhin 3 Punkte haben wir uns abgesahnt bisher in der heutigen Folge, aber ja, gegen die Hertha habe ich mir jetzt nicht viel erwartet, aber... Fünkchen Hoffnung war da. Jetzt habe ich eine 6,0er Bewertung. Vorhin nur 4,5, habe ich gar nicht verstanden. Köln aber wieder verloren gegen Wolfsburg und gegen Köln spielen wir jetzt. Wir sind wieder runter auf Platz 9, aber mit Platz 9 kann ich definitiv noch leben. Wir sind schon auf einer 74. Wie krass schnell verbessern wir uns denn? Also wir sind echt richtig, richtig gut. Ja, durch die kurze Pause sind wir jetzt aber doch wieder relativ fit für das Spiel gegen Köln und die Geißböcke, die wollen wir jetzt killen. Ja, hoffentlich. Also ich will hier 3 Punkte mitnehmen. Ich meine, die sind letzter in der Tabelle und wenn wir nicht mal irgendwo 3 Punkte mitnehmen, dann ist, also, ich will ja nicht letzter werden. Ja, ich will wenigstens vorletzter werden. Dafür müssen wir die besiegen. Und da ist das 1-0 für Köln. Ja, ein bisschen auch mein Fehler. John Córdoba in der 6. Spielminute. Bei diesem Freischuss habe ich mich ein bisschen nach vorne orientiert, um eher zu sagen, da prallt dann ein Ball ab, den ich dann gut nach vorne bringen kann. Ja, dafür ist natürlich meine Verteidigerposition nicht erfüllt und ich vernachlässige da hinten wirklich die Deckung. Das tut mir leid. Den Ball blocken wir, auch wenn ich wieder relativ weit vorne bin, aber ich möchte halt auch gerne mal eine Vorlage spielen. Ich trainiere ja aktuell Flanken und dementsprechend möchte ich auch mal eine gute Flanke reinspielen. Ja, 1-0 zur Halbzeit. Und immer wenn ich das gesagt habe, zumindest die letzten paar Folgen, dann haben wir verloren. Scheiße, Mann. Warum? Warum gegen Köln? Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Ja, ich block da zwar den Ball, aber irgendwie rutscht er dann trotzdem durch. 2-0, 66. Spielminute. Es ist zum Heulen gegen Köln, ey. Hier war ich dran und dann rutscht er genau da zum 21er. Und der donnert den Ball rein. Nochmal eine Flanke, die ich da schlagen kann, aber es wird nichts, es soll nicht sein. Boah.
Ich probier's, aber ich kann's nicht. Ganz alleine funktioniert das nicht. 99 Minuten gespielt. Und wir verlieren mit 2 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Das ist am bittersten, ja, dass wir die anderen Spiele verloren haben. Damit habe ich schon eigentlich relativ gerechnet, dass wir dann auch gegen Leverkusen gewinnen. Das war eigentlich enorm erstaunlich. Und ja, dann jetzt hier gegen Köln, wo ich mir die größten Hoffnungen gemacht habe, da ist es jetzt nichts geworden. Wir bleiben weiterhin auf Platz 9. Nichtsdestotrotz, ja, die Folge schon zu Ende und nicht zufriedenstellend. Eigentlich ist es so, mit Arminia Bielefeld ist es halt so, das ist das realistische Ergebnis, sag ich mal. Nur ein bisschen blöd, dass wir halt so oft verlieren und ich daran nichts ändern kann. Naja, nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Tipps für mich habt, beziehungsweise Vereinswünsche, wo ich hinwechseln kann oder soll, dann gerne reinschreiben, weil, naja, langsam wird es ein bisschen hart, wenn wir die ganze Zeit verlieren. Ich meine, wir sind mit Arminia Bielefeld auf Platz 9 mit 28 Punkten, da kann man nicht meckern, aber nichtsdestotrotz, irgendwie ist es ein bisschen, naja, crazy. Wir haben ja eine 74, ja, wir könnten theoretisch auf jeden Fall wechseln. Definitiv. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder mit rein. Macht's gut, bis dahin und haut rein. Ciao, ciao.